Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist der Mast. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist begrüße ich euch alle ganz herzlich. Euch, liebe Mitfeiernden, zum Gottesdienst hier aus der Kirche Unterdorf im Kirchenkreis 11 von der Kirchengemeinde Stadt Zürich. Ebenso begrüße ich ganz herzlich die Antipa der Stella mit ihrem Querflötenensemble und die Seelsorgerin Corinne Dobler, wo wie gewohnt am zu dem Brothausen-Gottesdienst jemand interviewt aus Brothausen. Das Mal ist der Sascha Sieber, den ich auch ganz herzlich begrüße. Ich freue mich, mit euch allen zusammen den ersten Advent zu feiern. Möge Gott uns nach sein in dieser turbulenten Zeit. Das Lied «Es kommt ein Schiff geladen» spielt eine grosse Rolle im Gottesdienst heute. Es ist einer der ältesten deutschsprachigen geistlichen Gesänge und ist 1450 in einer Handschrift von einem Marienlied im Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Niklaus in Undis erschienen. Weil der Mystiker Johannes Tauler auch in diesem Kloster ein- und ausgegangen ist und auch wegen sprachlicher Parallelen könnten die Worte vom Lied von ihm stammen. So sind ihr jetzt eingeladen, zuhause die ersten beiden Strophen mitzusingen. Es kommt ein Schiff geladen. Liebe Mitfeiernden, speziell an diesem Lied finde ich, dass die erste Hälfte im Sechsvierteltakt und die zweite Hälfte im Viervierteltakt geschrieben ist. Auch von der Tonart unterscheiden sich die beiden Hälften. Die musikalische Unterscheidung in zwei Hälften passt bestens zu den Worten von diesem Lied, wo in der ersten Hälfte jeweils ein Bild vorgestellt wird, wo dann in der zweiten Hälfte erklärt wird. Spannend finde ich, wie in diesem Lied ein Schiff drin vorkommt, wo wir auch verschiedene Bedeutungen haben kann. Als erstes wird Maria, die in sich Jesus trägt, mit einem beladenen Schiff verglichen. Die Vorstellung vom Schiff dient dem Lob und der Verehrung von Maria, wo sich von der Liebe von Gott bewegen lässt und ihren Halt im Heiligen Geist hat. Sie kann uns ein Vorbild sein und uns auch helfen, in unseren Schwierigkeiten uns von der Liebe von Gott bewegen zu lassen und im Heiligen Geist Halt zu haben. Zweitens dient das Schiff auch als Sinnbild für das Gemüt und die Seele von jedem Christenmensch. Das Schiff wird bewegt durch die Segel, die Johannes Tauler als Liebe beschreibt. Und der Mast steht für den Heiligen Geist. Die Liebe hilft uns, das Leid von anderen mitzutragen und im Heiligen Geist auch Halt zu haben.
So ist in dieser Vorstellung Jesus Christus in uns inne, als Gedanken und Wort von Gott, wo mir immer wieder zeigt und uns allen zeigt, was in welchen Situationen wichtig und gut ist. Ich will auf diese Stimme hören und ihr auch folgen. Und die zweite Strophe zeigt allen von uns auch auf, dass die Liebe von Gott unser Gemüt bewegt. Unser Gemüt, sein Trost und Halt auch bei Wind und Wetter im Heiligen Geist findet. Und im 20. Jahrhundert ist in der ökumenischen Bewegung das Schiff auch zum Symbol geworden für die weltweite Ökumene. Von allen Christen, die den Masten als Kreuz von Jesus Christus erinnert. Das Bild zeigt unsere gemeinsame Aufgabe als Christen zum weltweit Zusammenheben. Ob Impfskeptikerin oder Impfbefürworterin, unser Glauben an Jesus Christus ist wichtiger als alle anderen Meinungen und Hintergründe. Zum Beispiel, ob wir Schweizer sind. Ja, das hat Auswirkungen. So bewegt uns die Liebe von Gott auf den Mensch und nicht auf die Nationalität zu schauen. Und der Heilige Geist gibt weltweit den Halt für all die Herausforderungen, die noch werden kommen. Amen. Hey Sascha, danke vielmals, dass du dich für ein Interview bereit erklärst. Und, ich wollte fragen mit das Thema Schiff in diesem Gottesdienst. Und manchmal ist das Leben wie ein Schiff und man wird das ein bisschen von Wellen vom Leben hin und her geschlagen. Und ich wollte dich fragen, was hast du so ein bisschen für Stürme in deinem Leben schon erlebt? Oh, ich habe grosse Stürme in meinem Leben erlebt. Mit Sucht. Mit Prostitution, Obdachlosigkeit. Ich hatte schon eine ziemlich schlechte Kindheit. Ich bin von Heim zu Heim, Pflegeeltern, mal Mutter, mal Vater, immer ein bisschen umgeschoben worden. Ich musste auch 13 Mal meine Schule wechseln. Und ja, es waren happige Stürme, die ich bis jetzt hatte. Und trotzdem bist du eigentlich immer noch da. Also wenn man jetzt so hört, was du so erzählst, ist ja eigentlich Wahnsinn. Also, was kann man da sagen? Was ist das? Wieso bist du? Wie hast du das alles überlebt? Mit Glück und Gottes Geschenk. Okay. Wirklich, nein. Es war wirklich ein Kampf, aber du darfst einfach nicht aufgeben halt, im Leben. Es ist einfach, es gibt nichts anderes. Du musst kämpfen. Aber damit man kämpfen kann, braucht man ja auch Kraft. Und irgendwie hast du dich immer wieder aufraffen können. Ja, mit Menschen, die mir geholfen haben. Zum Teil Familie, meine Schwester, mein Bruder. Mhm. Die haben mich immer wieder aufgenommen, haben mir wieder Kraft gegeben. Zum Teil auch in Institutionen, wo ich war. Meine Therapeutin, wo ich seit 2007 bin, wo ich Gespräche habe, wo mir immer wieder Kraft gegeben haben. Das ja, hat motiviert, zum Weitermachen. Du hast mir schon ein paar so Sachen aus deinem Leben erzählt, die ich gefunden habe, wow, das ist mega happig, dass, wenn jemand so das etwas erleben muss. Und ich kenne dich aber als einen Mensch, der extrem liebevoll ist und Menschen gern hat und Menschen hilft. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man nach all dem, was man so erlebt hat, wie du das hast, immer noch Menschen gern haben und immer noch liebevoll sein und immer noch einfach, ja, ans Leben glauben. Das ist ein kleines Rätsel, ja. Nein, aber
Ich denke, jeder Mensch weiss, was Recht und was Unrecht ist, was gut und was böse ist. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht einen Vater, der als Kind geschlagen worden ist, wieso er sein Kind weiterschlägt, nachher sein eigenes Kind. Er weiss doch, dass das nicht gut war. So Sachen verstehe ich nicht, weil es ist eigentlich logisch, was Recht und was Unrecht ist, was gut und was nicht gut ist. Also, ja. Da kann man eigentlich sagen, du hast dich irgendwann entschieden, obwohl du so viel Schlechtes erlebt hast, dass du geschlagen worden bist, auf der Straße gelebt hast, Gewalt erlebt hast, irgendwann doch entschieden und gefunden, nein, ich gebe das nicht so weiter, ich unterbreche die Kette und lebe ein gutes Leben und bin fair zu den anderen Leuten. Genau. Also ich kann auch... Es ist ein Profitierst davon eigentlich. Also, kommst das zurückgeben, was du gibst, kommst du was zurückgeben, früher oder später. Und das glaube ich fest. Ja. Okay. Mega schön. Ja. Merci. Die Weihnachtszeit ist ja wahrscheinlich auch für dich nicht eine einfache Zeit. Weil ja viele Erinnerungen aufkommen. Und wie gehst du da damit um? Ja, Weihnachten ist schon eine schwierige Zeit für mich. Wir haben meistens vor Weihnachtszeit haben wir noch Weihnachtsessen mit der Familie, mit meiner Schwester. Ich brauche dann ein bisschen Überwindung, aber wenn ich dann gegangen bin, war es doch schön, ein gutes Erlebnis. Meistens. Und, aber während der Weihnachtszeit beschließe ich mich mehr dann daheim, wenn ich meine vier Wände und meine Ruhe habe. Und was ist jetzt für die Weihnachtszeit jetzt so vor? Machst du das auch wieder gleich? Du musst dich ein bisschen abkapseln? Nein, ich hoffe nicht. Eben, ihr habt ja Weihnachtsessen, macht ihr ja mit dem Brothaus. Und, ich habe jetzt bei ein paar Sachen teilgenommen, die wir gut getan haben. Und da werde ich eigentlich weitermachen. Anstatt daheim verstecken, in meinem dunklen Kämmerlein, ein bisschen raus mit den Leuten reden und gutes Essen können geniessen. Ja. Was sind so deine Wünsche für die Zukunft, die noch vor dir liegt? Mein einziger Wunsch ist eigentlich, dass ich ein ganz normales Leben führen darf. Eine gute Arbeit haben, ein schönes Zuhause und eine Familie. Das ist alles, was ich mir wünsche. Wow, ich wünsche dir so fest, dass es ist ja Weihnachtszeit, dass, wo Wünsche in Erfüllung geben, dass dir das irgendwie in Erfüllung gehen darf. Und eine letzte Frage kann ich noch an dich. Was empfiehlst du Leuten, das sind ja jetzt etwa mal so in der Kälte randständige Menschen unterwegs und fragen manchmal ein bisschen nach Geld. Was empfiehlst du, wie sollte man mit so Leuten umgehen? Geht auf die Menschen zu und tun mal zuhören. Mhm. Es gibt zwei Sorten von Menschen, die betteln, sage ich einmal. Es gibt die, die es ehrlich meinen und die, die es nicht so ehrlich meinen. Aber mal zuhören oder mal einen guten Ratschlag geben, ist auch schon viel wert. Ja. Okay. Hey, merci vielmals für das Teilen von deiner Lebensgeschichte und wünsche von Herzen alles Gute. Danke, wünsche ich euch auch. Thank you.
Wir beten für andere. Herr Gott, bitte schenk allen liebe Menschen wie Maria als Vorbilder, die helfen, Leid mit Liebe zu überwinden. Herr Gott, bitte füll du das Gemüt der Menschen mit aktiver Liebe zum Mitmensch und durch den Halt im Heiligen Geist auch Mut, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Herr Gott, bitte zeig den Menschen, dass auf unserem Erdball alle zusammengehören, dass unser Leben auch begrenzt ist hier auf Erden und dass wir uns trotzdem zum Wohl unserer Kinder effizienter fürs Klima einsetzen. Wir beten laut zu unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst alle eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. So sind wir gesegnet vom dreieinigen Gott. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.